Also der Ferien-Spaßpass, den machen wir jetzt seit 10 Jahren. Der versammelt immer Vorteile für Familien. Das heißt, das ist bei Familienfreizeiteinrichtungen mal Eintritt frei, mal gibt es irgendeine Extraleistung. Und wir haben da die großen Familienfreizeitleuchttürme in Cottbus und Umland, von Lagune Freizeitpark über Erlebnispark, Go-Kart-Bahn Löschen, bis neu ist in diesem Jahr dabei Jump-Up-Trampolinpark in Cottbus und Hoyerswerda, das Abenteuer Hüpfvogelland, das in Cottbus aufgebaut ist. Ebenso neu ist in diesem Jahr noch das Plastinarium Guben. Also insgesamt 16 Vorteile. Man kann mit dem Pass 80 Euro in etwa sparen, wenn man alle Vorteile nutzt, und zahlt bei der Erstnutzung nur 1 Euro, der auch noch für gute Projekte, für gemeinnützige Projekte gespendet wird. Also wir haben um die 250 Aussagestellen. Einmal gibt es den bei allen 16 Partnern, die da mitmachen. Und dann gibt es ihn in etwa bei 250 Aussagestellen. Die findet man unter www.ferienspaßpass.de. Sind jetzt auch alle frisch online, weil der Pass startet am 2. Juli, ist dann bis 28. August gültig und liegt ab dieser Woche auch überall aus. Na, das, was wir noch empfehlen, also wir spenden über den Pass jedes Jahr zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Und da können Vereine sich jetzt informieren. Es gibt über eine Spendenmöglichkeit, wo wir mit einer Plattform zusammenarbeiten, die Möglichkeit, pro Projekt so 2.500 bis 4.000 Euro zu realisieren. Einmal unter www.ferienspaßpass.de schauen und jetzt um die Spenden bewerben. Die vergeben wir dann im Herbst.